Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen in diesem neuen Star Stable Pferdekauf. Ja, heute sind, gestern sind die neuen Tinker-Ohr-Pferde reingekommen mit ihren Haustieren. Hier die Eule von Solas, sehr, sehr cute, finde ich zumindest. Und auf die andere Seite dieses Ding hier, dieses pinke Etwas hier, ja, eine Möwe. Und ja, die gehört halt zu Dorcha. Und hier sind die beiden. Wir sind nett und brav, also steigen wir mal ab. Und ja, wow, ich finde Solas so, so toll. Ich werde sie mir beide kaufen und ja, das ist einfach mega süß. Guckt euch dieses Gesicht an, das ist voll süß mit diesen Streifen hier und die blauen Mähne, die etwas heller hier ist und dann dunkler wird. Das ist einfach so süß. Hier diese Federn hier. Sehr, sehr hübsch. Hat hier auch nur so eine Kastanie. Also bei uns heißen die Kastanien. Ich weiß nicht, ob es bei euch auch so heißt. Auf jeden Fall schreibt es mir gerne in den Kommentaren. Und ja, das ist... Ah, süß. Ich mag diesen Kopf hier. Guck doch mal an das Abkopf. Oh, dieses Fell unten am Kinn. Jetzt hör mal auf, deinen Kopf so zu schütteln. Schön ausgefranst hier. Bei ihm ist es so glatt, ne? Ja, eher weniger, weil es ist trotzdem glatter als bei ihr. Jetzt ist so richtig ausgefranst. Und ja, ich würde mal sagen, wir kaufen die beiden. Ich bin mir noch unsicher, ob ich mir die zwei auch kaufe. Denn eigentlich habe ich fast nie meine Eule oder meine Möwe dabei. Also ja, ich weiß es noch nicht so ganz, aber ich habe ja noch Zeit. Die bleiben zwei Wochen lang. Also ja, ich würde mal sagen, wir fangen bei ihm an. Sie sind kältebeständig. Wow. 4 auf Stärke, 2 Disziplinen, 0 Geschwindigkeit, 0 Ausdauer, 1 Agilität. Einschränkungen Level 1 und sie kosten 850 und ja, das ist ihre Geschichte. Ganz schön lange. Ja, viel Spaß, würde ich mal sagen. Und ja, wir kaufen ihn jetzt. Windfrost. Nein, aber irgendwas mit... Ich suche mir jetzt einen Namen aus, denn ich weiß es jetzt schon, es wird eine Weile dauern. Also ja, bis gleich. So, ich habe mich für Dark Beam entschieden, so schwarz oder schwarzer oder dunkler Strahl. Und ja, weil er halt so blau ist und ja. So, jetzt Dorcha. Solas. Oh! Aha! Es ist umgekehrt. Okay. Ich dachte immer, dass Solas der blaue wäre und Dorcha der pinke. Aber egal. Ja. Sie hat dieselben Werte, selbe Einschränkungslevel und sie kostet auch 850 Starcoins und ja. Ich suche mir jetzt einen Namen aus und ja, wie vorhin. Und sie wird Glorydale heißen und zwar sowas wie Ruhmtal oder sowas in der Art. Und ja, einfach mal kaufen und ich werde sie ab jetzt Glory nennen. So Glory und ja, das sind jetzt meine kleinen Hochpferde. Wir sind gleich wieder im Stall. Ich stehe gerade vor den Boxen von Dory und Beam.
werde ihn einfach Beam nennen. Es ist einfach mal süß. Und ich fange mal bei Beam an, denn er ist einer meiner Favoriten. Also er ist mein Favorit zwischen den beiden. Und ja, ich würde mal sagen, wir schauen uns die Animationen an. Njam! Wie die Miene wackelt. Oh, er genießt es so richtig. Diesen riesigen Hochschweben. Wow. Respekt, Mädchen. Njam. Lecker. Und Fürsten. Da genießt er es auch. So, das hier, das ist übrigens mein erster Trinkermodell, den ich mir auf diesem Account kaufe. Geil. Ja, sieht sehr hübsch aus. Ich finde ihn einfach sehr, sehr hübsch. Und ich mag eigentlich den Tinker, also das Modell vom Tinker sehr, sehr gut. Also mir gefällt es sehr, sehr gut, aber irgendwie bin ich nie dazu gekommen, mir einen Tinker zu holen, außer auf meinen zweiten Account. Und ja, bin ja jetzt aber glücklich, dass ich die beide hier gekauft habe. Und ja, meine Stimme versagt manchmal, es tut mir leid. Falls es euch stört, dann ich kann nichts dagegen tun. Eine andere, weil die hier. Ich zeige sie euch zuerst in der verwandelten Form und dann in der normalen Form. Und ja, das macht der Tinker, wenn wir einfach nur stehen. Er schaut sich ein bisschen um, schweift, geht ein bisschen hin und her. Diese Pose, ah wow. Nein, ich hab's verpasst. Mach's nochmal, Baby. Beam. Kopfschütteln. Komm, nochmal. Nochmal. Ja, nochmal. Naja, auf jeden Fall, das ist der Schritt. Sehr entspannt, finde ich. Er tut die Beine kaum an. Aber ich bin süß. Er ist mega gechillt. Der Trab finde ich mega elegant und auch wenn es so ein dickeres Pferd ist, ist es sehr, sehr hübsch. Wenn ich mich nicht irre, ist es fast so wie der vom Clydesdale. Ich weiß es nicht so ganz, aber ja. Dann etwas schneller. Ja, ich mag das nicht so ganz, aber boah. Schweif steht auch ein bisschen mit. Und ja, der Shop auch, Mine auch. Er wird langsam müde. Und noch schneller. Das mag ich schon eher. Und er öffnet leicht den Mund. Leute, was ist das denn? Noch schneller. Ich finde es einfach so süß. Und noch schneller. Ah. Und Sliding Stop. Er haut sich mit den Hinterrufen auf die Vorderen. Also, halt. Das ist, was ich am meisten beim Tinker liebe. Nochmal, bitte. Und wie die hier aussieht. Ah. Oh. Er hat eine Zunge. Guckt mal, wie süß das einfach ist. Ist das nicht süß oder ist das süß? Mann, Leute, das ist voll cute. Und ja, rückwärts, er schaut nicht nach hinten, er vertraut uns ganz
und wir schauen uns selbst an. Habt ihr schon mal gemerkt, dass unser Charakter unsere Kamera folgt? Außer wir sind hier. Weil wenn wir hier sind, guckt sie uns an. Naja, egal. Ich zeige euch jetzt schnell die Animation in der normalen Form. Oder ich mache das am Ende. Ja, ich mache das am Ende. Und wir sehen uns gleich wieder mit Dori. Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other. So far as the echo, where do we start? You can learn to discover a million stars. Here in the shadows, I know you're scared. Take my hand together, we'll make a stand. We've got to fight to find a way. Dare to fall to find our words to say. No more hate. Just admit that you're just afraid. Time to let go of all your fears and pride. Stand up beside me, don't you hide. We can build a better place. If we can just find a way, then we can live a better day. Rise from the ashes, from the anger, from the war. Let's come together, lift your spirit for the cause. We should be equal, should be living free. All together, one and all, let's build a dream. Just admit that you're just